Einen wunderschönen Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu begrüßen. Mein Name ist Walter Kaufmann und ich leite hier bei uns die Arbeit in Ost- und in Südosteuropa und freue mich, dass Sie genauso wie ich neugierig sind, ob sich Armenien denn nun doch bewegt oder nicht. Armenien ist wahrlich kein Thema oder kein Land, das in der politischen oder medialen Öffentlichkeit in Deutschland eine besonders prominente Rolle einnimmt. Wenn, ist über Armenien meist zu hören oder zu lesen im Kontext mit seinen Nachbarn. Entweder in Bezug auf die Türkei und auf die Fragen der Anerkennung des Genozids, der sich 2015 zum 100. Mal jährt. Oder natürlich in Bezug auf Aserbaidschan und den Konflikt um Karabach, bei dem für den externen Beobachter Armenien eine genauso unnachgiebige und kompromisslose Haltung einnimmt wie der aserbaidschanischen Gegenspieler. Was wir heute Abend erfragen wollen, betrifft nur indirekt das Verhältnis zu Türkei oder zu Aserbaidschan. Es geht uns in erster Linie darum, was passiert eigentlich in diesem kleinen und, wie wir finden, zu wenig beachteten Land. Wir wollen natürlich den Anlass nutzen, Präsidentschaftswahlen, die gerade stattgefunden haben, auch wenn wir sicher nicht uns in die Feinheiten der armenischen Innenpolitik vertiefen wollen, sondern wir wollen verstehen, wo befindet sich das Land 20 Jahre nach der Unabhängigkeit? Wie sind die internen gesellschaftlichen Dynamiken in diesem kleinen Land? Wie sind die außenpolitischen Vorstellungen dort? Was bewegt sich? Wir sind nämlich sicher, es bewegt sich doch. Und man kann natürlich als politische Stiftung allein schon Lorbeeren damit sammeln, dass man zu so einem kleinen Land eine öffentliche Diskussion veranstaltet. Damit würde ich uns aber heute Abend nicht loben. Es gibt einen ganz anderen Grund, heute Abend stolz zu sein für uns als Heinrich-Böll-Stiftung, weil alle drei Panelisten, die wir eingeladen haben, sind mit uns und unserer Arbeit im Südkaukasus seit vielen Jahren verbunden. Zwei von ihnen sind nämlich ehemalige Stipendiaten unseres südkaukasischen Stipendienprogramms für Sozialwissenschaftler, Gayane Chagoyan und Mika Solyan. Und beide sind in diesem Netzwerk geblieben, was wir dort aufgebaut haben und für uns ganz wichtige Partner in der Region. Und der dritte, Alek Iskandarian, ist auch mit diesem Stipendienprogramm seit Jahren verbunden als Mentor und als einer der wichtigen Dozenten in diesem Programm. Das heißt, sie haben sozusagen die Küche der Heinrich-Böll-Stiftung heute Abend vor sich. Das bedeutet aber nicht, da bin ich auch überzeugt, dass das langweilig wird, weil mit Sicherheit nicht alle dieselbe Meinung haben und nicht alle dasselbe sagen werden. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Nino Lejava, die unser Regionalbüro Südkaukasus in Tbilisi leitet und heute Abend moderieren wird. Vielen Dank. Dankeschön. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihr zahlreiches Erscheinen heute Abend. In Armenien fanden am 18. Februar die Präsidentschaftswahlen statt und wir nutzen diese Gelegenheit, um Ihre Aufmerksamkeit auf politische, aber auch auf gesellschaftliche Prozesse in der kleinsten Südkaukasusrepublik zu lenken. Das Land Armenien hat ein politisch dynamisches Jahr hinter sich. Durch den nominalen Einzug der politischen Opposition in das armenische Parlament bei den Wahlen im Frühjahr 2012 wurde der Opposition die Möglichkeit eingeräumt, erstmal die politischen Auseinandersetzungen und Diskussionen von der Straße in die politischen Institutionen zu tragen. Das ist für ein post-sowjetisches Land ein Fortschritt.
Nach einer gewissen Periode der gesellschaftspolitischen Apathie, insbesondere seit den Parlamentswahlen von 2008, was in Armenien grassierte, ist zurzeit ein gewisser Aufschwung zu beobachten. Vorwiegend junge Aktivisten und Aktivistinnen organisieren sich zu verschiedenen thematischen Gruppen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung oder Nutzung der öffentlichen Räume in der Stadt und erringen durch ihre Aktivitäten gewisse Aufmerksamkeit und auch Erfolge. Nichtsdestotrotz waren für die Beobachter diese Wahlen nicht wirklich spannend. Zum Beispiel der politische Analyst von Regional Studies Center in Armenien, Richard Giragosyan, hat diese Wahlen als eine der am wenigsten kompetitiven bezeichnet. Und dies war auch nicht wirklich überraschend für viele. Die Wiederwahl des Amtsinhabers Serge Sarkisian schien schon vorab festzustehen. Nun ist Armeniens Präsident Sarkisian im Amt bestätigt worden und die Opposition spricht wiederum von Betrug. Nach offiziellen Angaben erhielt Sarkisian etwa 58% der Stimmen. Und sein Sieg stand schon im Grund im Dezember fest, als seine zwei stärksten Herausforderer entschieden haben, nicht mehr anzutreten. Das ist Levante Petrosyan, der Ende der 80er Jahre Führer der armenischen Unabhängigkeitsbewegung und anschließend der erste Präsident des Landes gewesen ist. Und er begründete seinen Verzicht mit seinem Alter von 68 Jahren. Der andere Herausforderer, der Multimillionär und ehemalige Profi-Ringer, Gagik Tsarukyan, dessen Partei aufblühendes Armenien, zweitstärkste Kraft im Parlament ist, teilte ohne Begründung im Dezember auch mit, er werde nicht antreten. Nach diesen Wahlen ist der zweitstärkste Rafi Hovhannisyan geworden, ein in den Vereinigten Staaten geborener ehemaliger Außenminister Armeniens, der Anfang der 90er Jahre eben in das Land mit 32 zurückgekehrt ist und dort eben nach der Erlangung der Unabhängigkeit geblieben ist. Er leitet seit Jahren eine kleine liberale Oppositionspartei. Hovhannisyan erhielt nach Angaben der Wahlkommission etwa 37% der Stimmen, aber er beansprucht nun eben den Sieg für sich. Die drei wichtigsten Oppositionsparteien verweigerten überhaupt ihre Teilnahme an der Wahl. Und wenn wir von weiteren Präsidentschaftskandidaten sprechen, errangen die weiteren fünf nominal laut der Wahlkommission jeweils nur einstellige Stimmenanteile. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 60%. Es ist auch anzumerken, dass das Wahlkampfteam von Hovhannisyan, dem zweitplatzierten Kandidaten, von vielen Einschüchterungen, Stimmenkauf, Fälschungen spricht. Wir werden diese Fragen heute Abend etwas gründlicher diesen Fragen nachgehen. Und ich freue mich, unsere Gäste aus Armenien nochmal vorzustellen. Alek Iskandarian ist Politologe und Leiter des Kaukasischen Instituts, einer Think Tanks und einer Medienschule für junge Journalisten und Journalistinnen in der Region. Er ist ein viel gefragter Kommentator. Als wir uns letzte Woche in Jerewan getroffen haben, saß er kurz im Hoteleingang vor dem Bildschirm, wo wiederum seine Bilder mit seinen Kommentaren flimmerten.
Michael Solyan ist Historiker und Politologe. Er arbeitet in einer armenischen Nichtregierungsorganisation, dem Jerewaner Pressclub. Gaye Neshagoyan ist Anthropologin. Sie arbeitet im Institut für Archäologie und Ethnographie. Und zwar trotz ihrer sehr soliden wissenschaftlichen Tätigkeit ist es ihr immer über die Jahre weiter gelungen, politisch und gesellschaftlich aktiv zu bleiben. Somit denke ich, dass wir heute die Vielfalt der Meinungen im Lande hier Ihnen vorstellen können. Und somit würde ich gerne eben nach der die erste Runde schon eröffnen und die erste Frage an Herrn Iskandarian stellen. Fangen wir doch, um den Kontext etwas genauer zu erklären, mit Ihren Erläuterungen zu den Präsidentschaftswahlen an. Die internationale Beobachtermission stellte fest, dass es gewisse Fortschritte im Vergleich zu den Präsidentschaftswahlen von 2008 geben würde. Eine ganz banale Frage, ob Sie damit einverstanden sind. Und um gleich die Möglichkeit dazu zu haben, um zu verstehen, was das alles für die politische Kultur Armeniens bedeutet, würde ich Sie gerne auch danach fragen, warum, was ist Ihre Erklärung dafür, warum die aussichtsreichsten Herausforderer von Sarkisian, Terpetrosyan und Tsarukyan auf ihre Kandidaturen überhaupt verzichtet haben? Vielen Dank. Und vielen Dank an alle, die hierher gekommen sind, uns heute zuzuhören. Und ich danke auch für die Art der Frage, denn wenn wir über Armenien sprechen mit Menschen, die vielleicht keine Spezialisten zu Armenien sind, dann müssen wir natürlich über so etwas sprechen. Wir haben ja nur 80 Minuten Zeit und wollen über die politische Situation sprechen und natürlich fangen wir da 2008 an. 2008 fanden Präsidentschaftswahlen statt und da war noch Robert Kocharyan Präsident und damals begann dann nach den Wahlen die erste Amtszeit von Serge Sarkisian. Diese Wahlen waren gekennzeichnet von sehr wichtigen Ereignissen für Armenien. Die Gesellschaft war gespalten und zwar sehr stark. Nach offiziellen Angaben haben 21,5% der Wähler bei einer großen Wahlbeteiligung von über 70% ihre Stimme an Levon Terpetrosyan gegeben und 18% haben ein anderer Kandidat erhalten, der eine radikalere Position eingenommen hat. Das sind offizielle Daten, aber in Wahrheit kann man sagen, dass die Zahl der Bevölkerung, die radikalere Entscheidungen getroffen hat, eigentlich sogar noch größer war. Das war ein Schlag gegen das politische System und damals begannen massenhafte Demonstrationen. Sie haben bis zu 100.000 Menschen versammelt auf der Straße und es gab sogar Todesopfer. Es gab 10 Tote auf den Straßen in diesem Jahr. Die Partei des Kandidaten, die meisten Stimmen erlangen konnte, war vorher im politischen System noch gar nicht vertreten gewesen. Das politische System ändert sich also noch und viele Menschen waren überhaupt nicht in der Politik bis zu dem Zeitpunkt sichtbar gewesen. Es gab sehr starken Druck auf das politische System von der Straße und deswegen kann man sagen, dass Armenien sozusagen eher eine Art Frankreich als eine Art Deutschland ist. Denn auch dort passiert natürlich sehr viel mehr auf der Straße. Es gab eigentlich keine oppositionellen Kräfte, die man wirklich so nennen konnte.
Und wie gesagt, vieles spielte sich damals auf den Straßen ab. Diese Prozesse haben relativ lange angedauert. Ich habe jetzt keine Zeit, um zu erklären, wie sich die Situation dann schließlich geändert hat. Aber sie hat sich dann mit der Zeit beruhigt. Und zu dem, was damals 2008 passiert ist, ist es nie wieder gekommen. Dann sind verschiedene Arten von Dialogen entstanden. Bis dahin gab es nämlich eigentlich keine politischen Dialoge. Aber dann haben die Menschen angefangen, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu sprechen. Das Ganze wurde von einer Wirtschaftskrise begleitet. Die Wirtschaftskrise, die internationale Finanzkrise, hat sich sehr stark auf Armenien ausgewirkt. Armenien ist ein kleines Land, es hat nur einen sehr kleinen Binnenmarkt und hängt sehr stark von internationalen Märkten ab, auch von ihrem Land, von Deutschland. Und es gibt einige Firmen, die zum Beispiel in Armenien Kupfer fördern. Und der Umfang der Produktion ist damals dreimal gesunken, 300% gesunken. Die Finanzereignisse an den internationalen Börsen haben sich also auch sehr stark auf die Situation in unserem Land ausgewirkt, auch auf die Industrie und auf viele Prozesse in der Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund wurden Versuche unternommen, das politische System zu verändern. Die Wahlen in Armenien haben immer so ausgesehen, dass die Parlamentswahlen eine Art Primaries, also Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen waren. Die Parlamentswahlen sind im Mai des letzten Jahres gewesen und das war tatsächlich ein interessantes Ereignis für Armenien. Nach diesen Wahlen war es auf einmal so, dass alle politischen Parteien, alle politischen Kräfte, sagen wir so, im Parlament vertreten waren. Und es gab also quasi keine politische Ausrichtung mehr, die nicht vertreten war im Parlament. Deswegen waren also seit dem letzten Jahr auch alle politischen Meinungen und auch alle Ideologien im Parlament vertreten. Die Parteien, die sehr ideologisch auftreten und die Worte als Waffen benutzen, diese Parteien haben sehr stark verloren im Vergleich zu den vorigen Wahlen. Levon Petrosyan, der erste armenische Präsident, der damals noch 21,5% der Stimmen bekam. Seine Partei hat bei den Parlamentswahlen nur 7,1% erhalten, also dreimal weniger. Und das Gleiche passierte mit allen stark ideologisch ausgerichteten Parteien. Sie haben viel weniger Stimmen erhalten als beim letzten Mal. Die beiden nicht ideologischen Parteien, die, wie gesagt, die eigentlich gar keine Ideologie haben, das ist die Republikanische Partei, die ganz typisch ist für ein postsowjetisches Land. Das ist eine Art Gewerkschaft für Beamte. Also eine Partei, die natürlich irgendwie eine formelle Ideologie hat, aber eigentlich doch nicht. Diese Partei hat gesagt, wir sind gut, wir sind für Stabilität, wir werden das tun, was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben. Also eine ganz typische Struktur für ein postsowjetisches Land. Und die Partei Blühendes Armenien, die eigentlich eine Partei der Wirtschaft war, hat eine Art Wahlkampf geführt für paternalistische alte Männer, wenn man es so sagen kann. Aber auch sie haben natürlich gesagt, wir werden alles dafür tun, dass es ihnen gut geht. Und sie haben dann eine Reihe von kaukasischen Toasten ausgesprochen und damit ihre Wählerschaft gewonnen. Diese beiden Parteien nutzen aber keine ideologischen Ressourcen und sie nutzen auch nicht die Ressourcen der Sprache. Ich entschuldige mich, dass ich so schnell gesprochen habe. Die Parteien, also Serge Sargsyan ist kein besonders charismatischer Führer und kein besonders sympathischer Mensch. Und ich denke, es ist schwer, sich vorzustellen, dass er eine Menge, eine Masse an Menschen anführen kann. Aber wir sehen hier ganz typische Tendenzen
Und ich denke, dass diese Tendenzen nicht nur in unserem Land, sondern in der ganzen Welt erkennbar sind. Das heißt, die Prozesse, die in Armenien sich abgespielt haben, sind international zu beobachten. Ich denke, man könnte das, was Serzh Sargsyan angeboten hat, als Gifts, als Geschenke bezeichnen. Es geht hier nicht um Bestechung. Es geht einfach darum, dass man versucht, eine Zukunft zu entwickeln für das Land mit einem Block, mit einem politischen Block. Und als wenn ein Direktor einer Schule versucht, seine Lehrer zu überzeugen, dass sie für eine bestimmte Partei stimmen, dann spricht das doch eigentlich Bände. Und ich denke, dass es eben genau die Prozesse waren, die damals zu beobachten waren. Ich bin damals sehr viel gereist. Ich habe die Prozesse im Land sehr gründlich beobachtet. Und in Armenien war es früher so gewesen, dass wenn ein Direktor einer Schule seinen Lehrern gesagt hat, sie müssen für die Republikaner stimmen, dann wurde das auch getan. Schließlich gibt es ja in solchen Orten auch nicht viele Arbeitsplätze und sagen wir ein Restaurant und einen Betrieb. Und dort ist es also auch tatsächlich so gewesen. Also es wurde tatsächlich auf die Menschen versucht, Einfluss zu nehmen, indem man also sagte, für wen man wählen, für wen man stimmen sollte. Aber trotzdem haben die beiden Parteien die meisten Stimmen erlangt, die die geringste Ideologie vertreten haben. Das war im Mai 2012 und das waren sozusagen die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen, die jetzt stattgefunden haben. Serzh Sargsyan hat mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen und er hat gezeigt, dass es also tatsächlich möglich ist, in Armenien auf die Wählerschaft Einfluss zu nehmen. Nach den Wahlen war eigentlich allen Wahlbeobachtern klar gewesen, was dort abgelaufen ist. Es war nur nicht ganz klar, ob der Kandidat Tsaroukian jetzt Probleme in der Zeit vor den Wahlen hatte oder ob alles ehrlich abgelaufen war. Ich sehe das folgendermaßen, das ist aber nur meine persönliche Meinung, das ist nicht die Meinung der anderen Wahlbeobachter. Herr Tsaroukian ist ein Mensch mit der Psychologie eines Wirtschaftsmenschen und er benimmt sich wie jemand aus der Wirtschaft. Als klar wurde, dass er höchstens 40% der Stimmen bekommen kann und dass es vielleicht einen zweiten Wahlgang geben wird, hat er einfach gesagt, ich werde nicht an den Wahlen teilnehmen, denn er wollte nicht in die Opposition gehen. Und für ihn hat der Wahlkampf zwischen 100 und 200 Millionen Dollar gekostet. Das war ein Drittel seines Privatvermögens. Aber die Republikaner unter Serzh Sargsyan haben das natürlich als eine neue Perspektive für sich verstanden. Und dann war natürlich mit 90% Wahrscheinlichkeit klar gewesen, dass sie die Wahlen gewinnen werden. Trotzdem war es ein Albtraum für die Republikaner, dass sie nicht, sagen wir, 80% oder 90% der Stimmen bekommen konnten. Levon Ter Petrosyan war ein anderer Kandidat. Er hat ebenfalls nicht an den Wahlen teilgenommen, weil er einfach verstanden hat, dass er mit einer Partei, die nur 7% der Stimmen bekommen hatte, kein ernsthafter Gegner, kein ernsthafter Konkurrent für Serzh Sargsyan sein konnte. Dann gibt es ja noch den Kandidaten Rafi Ovanesyan, den amerikanischen Kandidaten sozusagen. Der ist relativ erfolgreich gewesen. Er hat sich als einen ganz klassischen westlichen Amerikaner dargestellt. Er
hat ganz fleißig gearbeitet im Vorfeld der Wahlen. Er ist durch die ganzen Städte gereist, er hat sich vorgestellt, er hat sich den Menschen persönlich zur Rede gestellt. Und das war alles wie im Lehrbuch beschrieben. Er hat genau das getan, was man also auch in Amerika in den Wahlen machen würde. Die Stimmen, die er bekommen hat, waren aber trotzdem sehr wenige. Er hat nur in den großen Städten, also in Jerewan und in einigen anderen großen Städten, über 30% bekommen, in den Regionen aber sehr viel weniger, nur 5-6%. Ich glaube, er hat die ganzen Protestwähler um sich versammelt. Und die Menschen, die für ihn gestimmt haben, haben eigentlich nicht für ihn gestimmt, sondern eher gegen die anderen Kandidaten. Das hat er allerdings sehr gekonnt geschafft. Ihm ist es gelungen, diese Wähler um sich zu versammeln. Und das war offensichtlich auch notwendig gewesen. Warum war das so? Als Gegner der Macht hat ihn ja doch niemand wahrgenommen und deswegen haben für ihn die gestimmt, die irgendwie doch eine andere Lösung gewollt haben. Aber ob das nun alles besser gewesen ist als 2008, diese Frage ist eine andere. Die Wahlen von 2008 waren ja schließlich von sehr tragischen Ereignissen begleitet. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht passiert. Und jetzt möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen, was jetzt passieren wird. Im Jahr 1996 ist Folgendes geschehen. Damals hat Levon Ter Petrosyan die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Und es kam zu Unruhen auf den Straßen. Im Jahr 1999 wurde ein anderer Präsident in Armenien, und zwar Robert Khacharyan, bis 2008. Und im Jahr 2008 wurde schließlich Serge Sargsyan Präsident. Und mit diesem Ereignis haben sich die politischen Ereignisse in Armenien verändert. Bei uns gibt es also eine gewisse Rotation. Wir haben nicht immer dieselben Präsidenten, wie das zum Beispiel in den Ländern Zentralasiens der Fall ist. Aber trotzdem kann man nicht wirklich sagen, dass die Wahlen bei uns wirklich sehr fair und frei abgelaufen werden. Ich glaube nicht, dass Serge Sargsyan zu großen Veränderungen im Land in der Lage sein wird, aber dazu können schon meine anderen Mitredner sich äußern. Ich denke, dass in Armenien trotzdem neue Dinge geschehen, dass es neue Formen von politischen Aktivismus, von politischen Aktivitäten gibt und dass andere Teile der Bevölkerung jetzt anfangen, sich politisch zu engagieren. Das wird in Armenien weitergehen, und zwar so lange, wie Armenien es nicht schafft, aus sich selbst heraus eine Opposition zu schaffen, die nicht nur an kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolgen interessiert ist, sondern an eine Opposition, die zu einer ständig arbeitenden Struktur wird. Eine Struktur, die nicht nur in Jerewan existieren wird, eine Struktur, die menschliche Ressourcen haben wird im ganzen Land, auch finanzielle Ressourcen. Armenien braucht das. Und Armenien ist gewissermaßen sogar schon schwanger mit einer solchen Opposition. Und ich weiß, dass es dafür sehr viele Anzeichen gibt. Levon Ter Petrosyan ist auf dieser Welle mit dabei. Gagik Tsakurian ist ein Mensch, der in dieser Opposition aktiv werden kann. Also es gibt einen Background, es gibt eine Grundlage und da es das gibt, gibt es auch die Hoffnung, dass wir es schaffen, vielleicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren eine solche Struktur zu schaffen. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe schon viel zu lange gesprochen. Vielen Dank. Mika. Herr Iskandarian hat die Wahlen von 2013
als einen klaren Fortschritt bezeichnet. Wie würdest du diese Wahlen beschreiben? Wo sind die Unterschiede? Und wenn wir davon ausgehen würden, dass an den Wahlergebnissen nicht mehr zu rütteln wären, was bedeutet das für die nächsten 5 Jahre? Sarkisian bleibt eben im Amt. Bedeutet das eine gewisse Stabilität oder eher eine Stagnation für die nächsten Jahre für Armenien, aber auch für die Region? Wie viel Zeit habe ich ungefähr? Vielen Dank für die Frage. Ich möchte mich gleich auch vorab bei den Dolmetschern entschuldigen, weil ich weiß, dass ich manchmal sehr schnell spreche und ich versuche, mich zu disziplinieren, das nicht zu tun. Ich möchte nicht, dass wir heute den ganzen Abend nur die Wahlen diskutieren, weil es gibt natürlich noch andere Aspekte, auch den regionalen Aspekt, den ich jetzt gerne auch ein bisschen skizzieren möchte. Und Gayane wird sicherlich dann auch noch etwas zu den Wahlen sagen. Ich bin mit vielem einverstanden, was Herr Iskandarian jetzt gesagt hat. Vielleicht kurze Kommentare noch von mir. Ich würde nicht so sehr mit den Zahlen operieren, die wir haben. Wir haben ja die Bestätigung der Opposition, dass sie gesiegt haben. Wir haben auch die Bestätigung der anderen Seite, dass sie gesiegt haben oder hätten. Also ich bin persönlich skeptisch, sowohl zu der einen wie auch zu der anderen Aussage. Aber es ist klar, dass eine der Seiten letztendlich die staatlichen Mechanismen kontrolliert, die Polizei, die Streitkräfte und so weiter. Und die Zahlen, die diese Seite veröffentlicht, wird früher oder später letztendlich auch von den anderen akzeptiert werden. Aber das verläuft alles relativ kompliziert und das ist in Armenien nach jeden Wahlen so. Es wurde ja auch schon gesagt. Dieses Mal haben viele Beobachter nicht erwartet, dass die Wahlen so verlaufen. Herr Iskandarian gehört vielleicht zu den wenigen, die es erwartet haben, aber für die anderen war es eher offensichtlich, dass Sargsyan gewinnen wird. Und 15, 17, 19%, was die anderen vielleicht noch bekommen können. Es gibt natürlich ein Protestelektorat, aber für diese Protestelektorate oder Wähler ist es eigentlich gar nicht so wichtig, welches Programm derjenige Kandidat hat, der sich gegen die Regierung stellt. Deswegen war es ja auch so, dass Hovhannisyan vielleicht fast 40% bekommen hat. Er hat auch in vielen größeren, mittleren Städten gewonnen. In Jerewan gab es fast eine Halbierung der Stimmen. Was passiert jetzt? Das ist schwer zu sagen. Bedeutet das, dass die Wahlen besser waren als die letzten? Auch das ist schwer zu sagen, weil die Wahlen ist ja nicht nur das, was am Tag der Wahlen und vor den Wahlen passiert, sondern auch das, was danach passiert. Und dieser Prozess ist jetzt noch nicht abgeschlossen. Da gibt es unterschiedliche Entwicklungswege. Es können unterschiedliche Ereignisse passieren. Aber es ist natürlich klar, dass in einigen Beziehungen die Wahlen besser waren. Wenn wir zum Beispiel die Informationen in den Zeitungen, in den Massmedien betrifft, so wurden auch die oppositionellen Kandidaten öfters abgedruckt oder gezeigt. Es gab keine negative Propaganda, keine sogenannte schwarze PR, wie es bei den letzten Wahlen war, wo schon absolut auch unzulässige Sachen teilweise gesagt worden. Zwar nicht von der Regierung, aber trotzdem, wo es wirklich auch antisemitische zum Beispiel Verlautbarungen gab, auch eine andere sehr negative Kritik. Das war diesmal nicht der Fall. Die Medien haben versucht, die Wahl objektiv zu beleuchten, ausgewogen zu beleuchten. Und das ist natürlich eine wichtige Errungenschaft. Etwas anderes ist, dass es vielleicht deswegen so war, weil die Hauptopponenten dieser Wahl nicht teilgenommen haben. Das heißt, die Regierung hat keine Gefahr gespürt. Was wäre gewesen, wenn Sargsyan an der Wahl teilgenommen hätte? Weiß ich nicht.
dass die Medien diese Wahlkampagne, diese letzte Wahlkampagne besser als sonst beleuchtet haben, besser berichtet haben. Das ist sicherlich eine bewusste Entscheidung der politischen Elite gewesen. Das ist nicht das Ergebnis, dass wir jetzt in Armenien ein besseres pluralistisches politisches System hätten. Und bei den nächsten Wahlen, wenn es nicht diese bewusste Entscheidung der Regierung gibt, werden die Medien vielleicht nicht mehr so berichten. Wenn wir uns jetzt die Prozesse anschauen nach den Wahlen, es gab eine gewisse Konfliktspitze in 2008, eine gewisse angeheizte Situation. Das haben wir jetzt nicht und das freut mich natürlich. Wir haben jetzt zwar auch eine gewisse Konfrontation, aber das ist eben nicht so ausgeprägt wie in 2008. Und ich hoffe und ich denke, dass auch Sie mich da unterstützen werden, dass das, was am 1. März 2008 passiert ist, es wird ja jetzt bald wieder zum jährlichen Jubiläum dieser tragischen Ereignisse kommen, dass sich das nicht mehr wiederholen wird. Das hoffe ich natürlich. Man muss aber da auch immer sehr vorsichtig sein. Da müssen alle Seiten darauf achten, dass es nicht mehr zu solchen Wiederholungen kommt. Was jetzt die Folgen der Wahlen im regionalen Kontext bedeuten, was bedeutet das für Armenien, für die Beziehung zu den Nachbarn und nicht nur für die Nachbarn, da möchte ich sagen, da hängt von diesen Wahlen sehr wenig ab. Schon allein die Geografie, die Geopolitik. Ich mag das Wort Geopolitik nicht so gern, aber die Geografie Armeniens ist dergestalt, dass egal, wer an der Regierung ist, diese Regierende wird mehr oder weniger die gleiche Politik machen. Die Grenze zu Aserbaidschan ist zu wegen Bergkarabach, wegen des Konfliktes dort und no peace, no war, das sage ich jetzt mal in Englisch. Wir haben weder Frieden noch Krieg, frozen conflict, eine andere Beschreibung. Das ist die Situation dort, obwohl es doch nicht ein so frozen conflict ist. Es gibt immer wieder mal Zusammenstöße. Jedenfalls gibt es derzeit keine Perspektive, wie dieser Konflikt aufgelöst werden könnte. Die Mediatoren sprechen immer wieder über ein Windows of Opportunity. Auch das würde ich gerne in Englisch sagen. Aber dieses Windows sieht keiner. Die Positionen der Seiten sind so unterschiedlich, dass man sich wirklich schwer vorstellen kann, dass die Positionen angenähert werden könnten. Und ich weiß auch nicht, was die OSZE da zum Beispiel beitragen könnte. Und die andere Geschichte ist die Türkei. Auch hier haben wir eine Konfrontation. Konflikt passt vielleicht gar nicht als Beschreibung. Es gibt ja doch gewisse Beziehungen. Es gibt Reisen auch nach Istanbul, Armenier reisen in die Türkei umgedreht. Aber es sind doch auch hier Fragen offen, die keine schnelle Lösung haben werden. Wir wissen auch alle, und ich denke, wenn Sie in Armenien und in der Region, wenn Sie das beobachten, was dort passiert, wissen Sie sicherlich auch, was mit den türkischen Protokollen passiert ist. Und im Prinzip hängt auch hier wieder alles von der Entscheidung der Türkei ab. Wenn die Türkei entscheidet, die Grenze zu öffnen, kann das sehr schnell passieren. Die Position Armeniens ist hier eindeutig. Armenien ist bereit, die Grenzen zu öffnen, ist bereit, diplomatische Beziehungen ohne Vorbedingung aufzunehmen. Die Anerkennung des Genozids wird von Armenien nicht als Bedingung gestellt, um die Entwicklung zur Türkei aufnehmen zu können. Das wird als gesondertes Problem gesehen, gesondert von den diplomatischen Beziehungen zur Türkei. Das sind also zwei getrennte Sachen. Die Türkei, also der Anreiz für die Türkei, der einzige Anreiz ist tatsächlich die Anerkennung des Genozids. In 2015 werden wir das 100-jährige Jubiläum haben. Und für die armenische Diaspora ist das tatsächlich ein sehr guter Anlass, um hier nochmal die Bemühungen, die Anstrengungen zu intensivieren, um diesen Genozid anerkennen zu lassen, unter anderem auch in den USA, was die Türkei nicht möchte. Und deswegen könnte es passieren, dass gewisse Schritte unternommen werden. Aber wie gesagt, was die Öffnung der Grenze betrifft und diplomatische Beziehungen mit der Türkei, das ist doch recht komplex. Ich möchte jetzt in der Kürze der Zeit nicht mehr darauf noch eingehen. Wenn Sie dann später noch Fragen haben, sehr gerne. Ich denke jedenfalls, dass es hier vielleicht einige symbolische Schritte geben wird, aber sicherlich keine ernstzunehmende Erfolge.
Deswegen wird Armenien mit den anderen Nachbarn seine Beziehung entwickeln, mit Georgien und Iran. Iran ist auch relativ kompliziert. Iran hat recht schwierige Beziehungen zu den westlichen Ländern. Und hier ist Armenien eher vielleicht privilegiert, weil es sicherlich fast das einzige Land ist, welches gewisse Kontakte mit Iran hat. Und der Westen akzeptiert das, zumindest die USA. Die USA verstehen, dass man von Armenien nicht fordern kann, hier zu Iran eine Mauer aufzubauen. Das wäre unrealistisch, weil die Beziehungen zu Iran sind für Armenien sehr wichtig. Und somit sind die Beziehungen zwischen diesen zwei Ländern normal. Es gibt eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Georgien, auch hier ist ein Problem. Georgien, sagen wir so, Iran hat relativ schlechte Beziehungen zu den USA und Georgien hat eine entsprechend schlechte Beziehung zu Russland. Und auch hier muss Armenien wieder die goldene Mitte für sich finden, um sowohl mit Georgien die Beziehung zu entwickeln, weil für Armenien ist es ein wichtiger Partner. Es ist der Weg Richtung Westen, es ist die Verbindung nach Europa, es ist ein wirtschaftlich wichtiger Partner. Andererseits möchte Armenien natürlich nicht, dass die Beziehung zu Georgien sich negativ auf die Beziehung zu Russland auswirken. Das ist für Armenien natürlich auch sehr wichtig. Und somit denke ich, dass eine Änderung der Machtverhältnisse in Georgien den Armenien helfen wird. Levanischvili ist in meinen Augen zwar sicherlich nicht der Mann, der den politischen Kurs Georgiens absolut ändern wird, aber ich denke, er wird es einfacher haben, eine gemeinsame Sprache mit Russland zu finden und die Konflikte, die es zwischen den zwei Ländern gibt, mehr oder weniger beizulegen. Und das wird sich natürlich auf Armenien auswirken. Das wird unsere Aufgabe erleichtern, die Aufgabe der armenischen Politiker. Ja, und dann noch die Beziehung zu den globalen Spielern, zu den Global Players. Hier muss man natürlich in erster Linie Russland nennen. Mit Russland hat Armenien in erster Linie eine Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. Ich meine, in der Konfliktsituation, die wir haben, kann Armenien sich nicht leisten, außerhalb irgendwelcher Sicherheitsstrukturen zu sein. In die NATO werden wir noch nicht eingeladen, obwohl wir in den Peacekeeping-Truppen teilgenommen haben, auch in Kosovo und im Irak und im Afghanistan. Armenien hat sich also nicht von der NATO losgesagt und Armenien ist gern bereit, mit der NATO zusammenzuarbeiten und hat ja seine Kontingente, aber ernsthafte Zusammenarbeit oder ein Beitritt Armeniens in die NATO wird nicht ernsthaft diskutiert. Die andere Alternative ist der kollektive Sicherheitsvertrag mit den postsowjetischen Staaten und Russland. Und hier ist natürlich der wichtigste Partner Russland. Im Sicherheitsbereich haben wir für Russland momentan wirklich keine Alternative. Darauf bauen sich unsere politischen und wirtschaftlichen Beziehungen auf. Armenien ist wirtschaftlich aktiv in russische Investitionen und russische Firmen sind in Armenien vertreten, im Energiesektor zum Beispiel. So sind die Beziehungen zwischen Armenien und Russland relativ fest, wirklich gut und es ist schwierig, sich etwas anderes vorzustellen. Aber das hindert Armenien auch nicht, gleichzeitig die Beziehungen zu dem Westen zu entwickeln. Und hier gibt es zwei Richtungen. Die eine Richtung sind die USA. Auch hier gibt es natürlich Probleme, vor allen Dingen geprägt durch die russisch-amerikanischen Beziehungen in der letzten Zeit, die auch nicht so glänzend dastehen. Aber Armenien schafft es immer, hier doch eine gewisse Balance zu halten. Der vorherige Minister für Auswärtige Angelegenheiten hat das als Komplementarismus bezeichnet. Armenien versucht also mit Russland, mit dem Westen, mit den USA, mit der Europäischen Union gleich gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Jetzt wird der ehemalige Außenminister nicht mehr so geschätzt, deswegen hat man den Begriff auch nicht mehr gerne. Aber das Wesen der Politik ist eigentlich noch das gleiche geblieben. Und die dritte Komponente dieser Politik, die man sicherlich Komplementarismus nennen könnte, ist der Versuch, immer wieder
sich in Europa zu integrieren. Ich habe hier über den Versuch gesprochen, eventuell auch an die EU beizutreten. Das wird sicherlich in nächster Zukunft nicht möglich sein, aber trotzdem eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, mit den europäischen Institutionen ist möglich. Es gibt die Ostpartnerschaft, dieses Programm, wo Armenien doch sehr aktiv ist. Es gibt verschiedene Verhandlungen, Verträge, die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union institutionalisieren. Es geht um Erleichterung des Visa-Regimes zum Beispiel. Ich überlege jetzt gerade, wie das in Russischen heißt. Es gibt diese Deep and Free Trade Cooperation, ein Abkommen über eine gute Handelszusammenarbeit mit der Europäischen Union. Und das ist auch ganz interessant, das nennt man manchmal Integration by Stealth, also so eine unbemerkte Integration. Armenien versucht, ihr wirtschaftliches System anzupassen an die Anforderungen der Europäischen Union, ohne aber das offen jetzt so anzukündigen und ohne das als Priorität der Außenpolitik zu betreiben. Aber hier gibt es doch einen Konsens, jedenfalls unter der politischen Elite in Armenien, wenn schon nicht unter der breiten Bevölkerung. Langfristig ist die politische Elite Armeniens doch sicher, dass die Zukunft in Europa zu sehen ist. Und ich glaube, hier muss ich erstmal einen Punkt machen, obwohl ich sicherlich noch vieles sagen möchte. Aber vielleicht werden ja später auch Fragen kommen und dann habe ich noch die Möglichkeit zu antworten. Wir werden noch die zweite Runde haben, wo wir auch einzelne Fragen noch weiter nachgehen können. Nach diesen regionalen und globalen Darstellung der Situation um Armenien versuchen wir, Gayane, jetzt weiter wieder auf die lokale Ebene zu gehen. In Gümrim hat Hovhannisyan fast 70% der Stimmen bekommen. Das ist die zweitgrößte Stadt in Armenien nach Jerewan. In Vanadzor, in der drittgrößten Stadt, hat er auch ziemlich große Prozentzahl bekommen. Sie kommen selber aus Gümrim ursprünglich. Ihre Familie lebt da immer noch vor Ort. Sie sind dort auch mit gesellschaftspolitischen Akteuren sehr gut vernetzt. Und Gümri ist teilweise, kann man auch als eine lebendige Stadt auch durch Medien und Nichtregierungsorganisationen bezeichnen. Welche Rolle spielen diese Akteure mit dabei und wie können Sie diese Prozentzahl auch erklären? Dankeschön. Ich sollte wahrscheinlich dem Beispiel von Alec folgen. Und um das zu erklären, was 2013 passiert ist, sollten wir auch in das Jahr 2008 zurückkehren, um zu verstehen, was in Gümri vor sich gegangen ist. Gümri hat eine sehr interessante Umwandlung erlebt als eine Art Prozess nach den Wahlen 2008. Denn in Gümri hat ein Jahr vor Beginn der Wahlen ein unabhängiges Fernsehstudio eröffnet, das versucht hat, die Ereignisse, die in der Politik geschehen, adäquat darzustellen. Zum Beispiel die Auftritte des ersten Präsidenten Levon Terpetrasyan. Er ist in einem Programm aufgetreten und im Rahmen dieses Programms hat er erklärt, dass er in die Politik zurückkehren möchte. Nach diesem Auftritt und nachdem dieser Auftritt also auch gezeigt wurde im Fernsehen, einen Monat nach dem Auftritt, begannen Steuerinspektionen bei diesem Sender, die sehr hohe Strafen nach sich geführt haben. Das ist natürlich ein ganz bequemer Weg, um jemanden zum Schweigen zu bringen, vor allem im Bereich der Medien.
Dann fanden die Wahlen statt. Es gab einen sehr interessanten Wahlkampf oder sagen wir eher fast keinen Wahlkampf. Das hat natürlich auch zu der Bewertung der gesamten Wahlsituation geführt, die es dann gab. Und nach den blutigen Ereignissen 2008 wurde die Entscheidung getroffen. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich mich irre. Es geht um eine riesengroße Summe von Strafen. Ich glaube, es ging um 800 Millionen Dram. Ich weiß nicht, 24 Millionen Dollar oder so. Es war eine riesengroße Summe, die dieses kleine Fernsehstudio zahlen sollte und natürlich nicht konnte. Und dann ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Die Bevölkerung der ärmsten Region in Armenien zu dieser Zeit sammelte Geld. Sie sammelten Geld unter der Bevölkerung, unter sich selbst. Sie stellten sich in Schlangen auf, um Geld zu sammeln, um sozusagen eine eigene Steuer für die Freiheit des Wortes, der Äußerung, der Meinungsäußerung zu zahlen. Dann fand eine Art Marathon statt, ein Telemarathon. Diese gesamten Ereignisse wurden im Fernsehen gezeigt, auch die Besuche der Steuerinspektion. Und einige Mitarbeiter der Steuerinspektion haben sogar selbst, mit Hilfe natürlich irgendwelcher anderen Menschen, die sie unterstützt haben, an diesen Geldsammlungen teilgenommen. Das ist eine ganz besondere Entwicklung gewesen. Und Gyumri hat es so geschafft, sich zu verteidigen. Das geschah natürlich auch dank ausländischer Organisationen, zum Beispiel auch der amerikanischen Botschaft. Aber das Geld wurde jedenfalls gesammelt, es wurde bezahlt und das Fernsehstudio existiert bis heute noch. Das war ein sehr wichtiger Faktor, der auch dazu geführt hat, dass die Einwohner dieser Region, wo 47% unter der Armutsgrenze leben, dort haben die Menschen trotzdem angefangen, politisch aktiv zu werden. Das ist natürlich ein Einzelfall, aber er ist wichtig. Und ein zweiter wichtiger Faktor ist sicherlich die große Zahl der armen Menschen. Denn diese Menschen zeigen sehr offen, dass sie unzufrieden sind. Diese Stadt hat unheimlich unter dem Erdbeben damals gelitten. Das ist eine Stadt, in der die Menschen bis heute in Baracken wohnen. Und natürlich sind sie unzufrieden mit der Politik. Aber trotzdem wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, einen solchen Widerstand zu organisieren, wenn es keine Zusammenarbeit mit NGOs gegeben hätte. Vor allem mit dem Journalistenclub Asbares. Levon Abatsakian ist der Anführer dieses Journalistenverbandes. Er ist sehr mutig. Er hat natürlich auch das Fernsehstudio unterstützt, als es seinen Kampf geführt hat. Und hat später auch die Arbeit anderer NGOs organisiert. Und es ist ihm gelungen, eine Assoziation zu gründen und mehr oder weniger koordiniert diesen Widerstand zu organisieren. Ihr Ziel bestand nicht nur darin, zu protestieren, sondern die Protestierenden in Gyumri zeichneten sich dadurch aus, dass sie versuchten, systematisch zu arbeiten. Sie nahmen zum Beispiel auch an den lokalen Wahlen statt, an den Regionalwahlen. Dort wurde eine Art Ältestenrat gewählt und der Leiter dieses Journalistenclubs hat dort ebenfalls teilgenommen. Und 2013, vor den Wahlen 2013, haben sie etwas ganz Geniales geschafft. Sie haben es geschafft, die Resultate aller Wahlbüros zu veröffentlichen, bevor das die Wahlkommission im ganzen Land offiziell getan hat. Das war natürlich erstaunlich. Das war auch nur möglich, weil es eine ganze Reihe an Mitarbeitern gab, die die Informationen in allen Wahlbüros gesammelt haben. Dort hat natürlich auch das Fernsehstudio wieder seinen Anteil gehabt.
und hat diese Informationen gezeigt. Und natürlich gab es auch das Internet. Das Internet ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor in Armenien im Vergleich zu seinen Nachbarn. Hat Armenien einen größeren Anteil an Internetnutzern? Mehr als 30% der Bevölkerung haben Internetzugang. Und das ist auch sehr wichtig. Außer in Jerewan hat Rafi Avanisyan ja auch noch in fast allen anderen großen Städten Armeniens die Wahlen gewonnen. Und deswegen ist es trotzdem erstaunlich, dass Serge Sargsyan die meisten Stimmen insgesamt im Land bekommen hat. Er ist eigentlich der Präsident der Dorfbevölkerung, wenn man das so sagen kann. Und natürlich gibt es auch noch andere Gründe, die dort eine Rolle spielen. Während der Parlamentswahlen gab es in Gyumri den Fall, dass periodisch auch die Oppositionsparteien gewonnen haben. Aber die Mehrheit, die Mehrheit erhielt die Partei Blühendes Armenien, die nun auch den Bürgermeister der Stadt stellt. Ich glaube, er ist zwar irgendwie auch mit der Republikanischen Partei Armeniens verbunden, aber er konnte natürlich trotzdem nicht die Opposition unter den Tisch kehren. Der frühere Bürgermeister der Stadt ist auch sehr besonders aufgetreten. Man hatte dort das Gefühl, dass die Wahlkreise ein bisschen aufgeteilt wurden unter den Menschen, die sich zur Wahl gestellt haben. Und die Menschen, die dort arbeiteten, waren sozusagen dafür verantwortlich, dass eine bestimmte Prozentzahl an Stimmen für bestimmte Kandidaten erreicht wurde. Das ist nichts Außergewöhnliches. Im Südkaukasus ist das überall so. Und der frühere Bürgermeister hat das natürlich auch getan, aber er hat das natürlich nur in den Wahlbüros getan, die unter seiner Verantwortung sozusagen in Anführungszeichen standen. Das Interesse daran, so eine Wahl zu gewinnen, war weniger groß als das Interesse in den einzelnen Wahlbüros, die vorgegebenen Resultate zu erreichen. Deswegen wurde das natürlich auch unterstützt. Und ich denke, in Armenien gibt es nun natürlich eine neue Protestbewegung. Diese Protestbewegung ist nicht neu. Sie hat sich immer wieder gebildet in der Zeit von Wahlen. Aber im Moment entwickelt sie sich sogar relativ stabil. Und ich würde die Wahlen 2013 als Wahlen bezeichnen, in denen nicht Rafi Ovanesyan gewonnen hat, sondern eine Art Zivilgesellschaft. Nicht nur einzelne Gruppen der Gesellschaft, sondern wirklich das gesamte Volk, das in großen Mengen, in großer Zahl gewählt hat und das die politische Kultur gewonnen hat, die unabhängig davon, wer die Opposition anführen wird, trotzdem dafür eintreten wird, dass derjenige, der die Stimmen ehrlich bekommen hat, auch wirklich dafür kämpfen wird, dass diese Stimmen anerkannt werden. Ich denke, der Sieg von Ovanisyan in einzelnen Wahlkreisen hat das gezeigt. Das betrifft natürlich auch andere Parteien, zum Beispiel die Partei Blühendes Armenien oder auch andere Oppositionsparteien. Und wie gesagt, es war dort wichtig, die Stimmen zu verteidigen, die tatsächlich gesammelt wurden.
Die Organisatoren dieser Wahlen haben verstanden, dass man das unterstützen muss. Und das ist eine Besonderheit, das ist auch eine besondere Erfahrung, die mit der Zeit sicherlich Früchte tragen wird. Außerdem glaube ich, dass die Wahlen einen Sieg der Zivilbevölkerung, der Zivilgesellschaft waren. Sie hat an unterschiedlichen Etappen der Wahlen sich organisiert und sie hat auch immer relativ schnell auf die Situation und auf die Veränderung der Situation reagiert. Rafi Ovanisyan, wenn ich das richtig einschätze, und ich verfolge ja die verschiedenen Protestbewegungen in Armenien sehr intensiv. Es gibt sehr unterschiedliche Protestbewegungen. Sie unterscheiden sich von denen anderer Länder auch dadurch, dass sie ihre kleinen Siege erringen. Zum Beispiel haben sie es geschafft, den Bau eines Kraftwerks zu verhindern, das einen Wasserfall zerstört hätte. Sie haben dagegen protestiert, dass ein Kino abgerissen werden sollte, weil dort eine Kirche gebaut werden sollte. Sie haben es geschafft, einen Park umzubauen, obwohl dort eigentlich ein Einkaufszentrum gebaut werden sollte, das irgendeinem wichtigen lokalen Businessman in die Tasche gespielt hätte. Das hat die Opposition geschafft. Das hat sie, solche Siege hat sie nach mehreren Monaten errungen. Zum Beispiel in diesem Fall von diesem Park hatte der Kampf 3 Monate gedauert. Und das bedeutet natürlich, dass die Opposition auch sehr zielgerichtet arbeitet. Sie schützt nicht nur einzelne Punkte, einzelne Territorium. Sie hat verstanden, dass sie auch auf institutionellem Niveau arbeiten muss. Sie hat ihre Rechtsexperten, sie hat Spezialisten, die sie beraten, die sie unterstützen. Sie haben schon verstanden, dass man Protestaktionen auch rechtzeitig beginnen muss, denn wenn ein Wärmekraftwerk oder wenn ein Einkaufszentrum einmal gebaut werden, dann ist es sehr schwer, diese Entwicklungen zu stoppen. Im Fall des Kraftwerks haben Aktivisten sogar in den Bergen gekämpft und damit Bauarbeiten unterbrochen oder behindert. An solchen Oppositionsbewegungen nehmen sehr viele gut ausgebildete Menschen teil, aber auch Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Die zivilgesellschaftliche Aktivität in Armenien umfasst sehr große Bevölkerungsschichten. Dort, wo die Regierung schlecht arbeitet, dort sammeln sich Menschen, dort entwickelt sich auch eine Art soziales Kapital, das dann zu Protestbewegungen führt. Es gibt sehr unterschiedlich große Oppositionsgruppen. Das hängt natürlich davon ab, worum es geht. Als es um das Kino ging, ist es dieser Opposition gelungen, 22.500 Unterschriften zu sammeln. Und es war natürlich ganz klar, dass das nicht nur Menschen gewesen sind aus der Opposition, sondern sogar Menschen, die die Regierung unterstützen. Es ging hier nicht um große Politik. Es ging darum, dass die Zivilgesellschaft für ihre Ziele einsteht, egal zu welcher Partei sie gehört. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja. Das Zweite, was sie tun, sie versuchen eben, sich mit keiner Partei gemein zu machen. Sie versuchen natürlich auf die Politik Einfluss zu nehmen, aber sie verkaufen ihre Ressourcen, ihr Potenzial nicht. Und deswegen sind sie mit keiner Partei verbunden. Es ist ja schließlich auch gefährlich, wenn man zu einer Oppositionspartei gehört. Es kann ja schließlich auch sein, dass die Oppositionsparteien irgendwann in die Regierung gelangen und
Deswegen sind in der Opposition Menschen, die nicht für Rafi Hovhannissian gestimmt haben. Viele unterstützen auch seine Partei nicht. Aber sie halten es trotzdem für wichtig, dass, wenn Rafi Hovhannissian tatsächlich die meisten Stimmen bekommt, dass er dann auch Präsident wird. Es geht also wirklich darum, dass die Institution Wahlen funktioniert. Das ist für sie das Wichtigste, obwohl natürlich jeder von ihnen seine Kritik an der Regierung hat. Und ich glaube, mit dieser Meinung stehe ich nicht allein da. Alexander Iskandarian vertritt dieselbe Meinung. Ich glaube, dass in der Opposition in Armenien zurzeit eine relativ starke linke Ideologie vertreten ist. Ich glaube, dass es natürlich auch Kräfte gibt, die in die rechte Richtung abgleiten können. Sie ist im Moment relativ schwach, sie wird nicht sehr stark artikuliert, aber es gibt solche Entwicklungstendenzen. Deswegen haben wir eine sehr interessante Situation. Deswegen beobachten wir natürlich, was Rafi Hovhannissian jetzt nach den Wahlen macht. Wir beobachten, was die Vertreter der Zivilgesellschaft jetzt tun. Rafi Hovhannissian sagt natürlich, protestieren Sie doch bitte, jeder wie er kann, jeder wie er möchte. Auch heute finden in Jerewan und nicht nur in Jerewan Demonstrationen statt. Und so sieht es also im Moment in Armenien aus. Dankeschön. Vielen Dank. Man kann immer viel über die Zivilgesellschaft in Armenien sprechen und über die einzelnen Interessengruppen in diesem Land. Ich habe einige Fragen für mich schon angesammelt, aber ich würde erstmal jetzt die Möglichkeit dem Publikum geben, um Fragen zu stellen. Und dann können wir dann einige Fragen sammeln und wieder hier weiter sprechen. Bitteschön. Herr Schmidt, bitte sprechen Sie ins Mikrofon. Ich bin die Bajauste. Ich habe nur eine kurze Frage. Gleichgültig, wie man die 67% beurteilt, Rafi Hovhannissian geht davon aus, dass er natürlich mehr bekommen hat. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass er mit dieser Prozentzahl etwas machen wird? Dass er sich in der Lage sieht, diese 37% zu benutzen, um eine, sagen wir, institutionelle Struktur zu schaffen? Und inwieweit ist er überhaupt in der Lage und bereit, so etwas zu tun? Bisher hat er jedes Mal dann, wenn er sozusagen einen Fortschritt erzielt hat, sich sozusagen ins Parlament hineinzubewegen, dann auch immer wieder sofort hinausbewegt. Die Partei, der er sich bedient hat, ist eine Partei der Individualisten gewesen. Er ist nicht in der Lage gewesen, sozusagen institutionell diese Partei sozusagen auf eine stärkere Plattform zu stellen. Das ist sozusagen aus meiner Sicht, das wäre für mich wichtig, einmal zu hören, was Sie als Zukunftsperspektive sehen, wie sich sozusagen aus diesen 37% institutionell etwas entwickeln kann. Parteilich. Die Frage war, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt an Geier geordnet oder? Gut. Gibt es weitere Fragen? Erstmal, dann bitte. Also ich habe noch eine viel grundsätzlichere Frage. Mir ist die, ich finde die Information zwar sehr interessant, aber doch noch sehr eng an dem politischen Prozess orientiert. Wie lebt sich's denn in Armenien heutzutage? Ja? Jetzt im Vergleich, wenn man mal die letzten fünf Jahre seit der Wirtschaftskrise, ja, wie tief ist sie gegangen? Welche Perspektiven haben Leute heute in Armenien einigermaßen normales Leben zu führen? Vom Staat dabei mehr oder weniger in Ruhe gelassen zu werden? Wie ist es mit der Emigration mittlerweile? War ja immer ein sehr großes Problem in Armenien. Das heißt,
eine linke Bewegung, die kanalisiert sich ja sicher nicht nur um ein Wahlsystem herum. Ja? Was sind denn die gesellschaftlichen Grundkonflikte, die heute eine Rolle spielen? Ich würde vorschlagen, dass wir wieder von rechts nach links gehen und dann weitere Fragen noch beantworten. Die Frage war, ob die 37% von Rafi Hovhannissian ihm die Möglichkeit geben, sich zu formalisieren oder als Politiker im gesamtstaatlichen Maßstab aufzutreten. Also ich glaube, das kann man nicht verneinen. Wenn ich noch nie geflogen bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht fliegen werde. Herr Hovhannissian hat es bislang nicht geschafft. Er hatte bislang nicht die nötige politische Kraft, er hatte nicht die nötige politische Partei oder nicht mal die Fraktion. Seine Fraktion war die kleinste im Parlament und sie war auch nicht zentralisiert. Rein theoretisch kann man aber nicht ausschließen, dass er das morgen schafft. Bislang gibt es keine Indikatoren, dass er es schafft. Aber wie gesagt, er ist ja schon 20 Jahre dabei. Das ist meine kurze Antwort auf diese Frage. Ansonsten, die Krise ist ja noch nicht zu Ende. Die Krise setzt sich ja fort. Und wenn man die Situation 2008 vergleicht, so ist die Situation jetzt etwas besser. Im letzten Jahr hatten wir sogar einen kleinen Anstieg und der Rückgang war wirklich tief. Nach Lettland standen wir an zweiter Stelle, derjenigen, die den stärksten Rückgang zu verzeichnen hatten. Die Länder, die leichter die Krise überwinden, das sind Polen zum Beispiel oder die Türkei, sind Länder mit einem starken Binnenmarkt. Aber Armenien hat keinen starken Binnenmarkt. Und deswegen leben die Leute sicherlich in schwierigen Situationen, in schwierigen Umständen. Und es gibt Probleme, sozialwirtschaftliche Probleme. Das wirkt sich natürlich unmittelbar auch auf meine berufliche Tätigkeit aus. Ich befasse mich ja mit Politik. Ich bin Politologe und ich spüre das unmittelbar. Eine Technokratie in einem Land aufbauen, wo man Stimmen für 20 Kilo Kartoffeln kaufen kann, ist leicht. Meine Stimme können Sie nicht kaufen. Ich verkaufe meine Stimme nicht. Aber ich habe auch 20 Kilo Kartoffeln zu Hause. Aber die Oma, die Großmutter, die diese 20 Kilo Kartoffeln nicht hat, die wird ihre Stimme verkaufen und das so lange, bis sie materiell nicht sichergestellt ist, besser gestellt ist. Und so ist die Lage von Armenien. Armenien hat 3 Millionen Menschen, sie hat einen kleinen Markt. Die Geschäfte entwickeln sich nicht so gut. Gut, wir haben ein Werk, Coca-Cola und so weiter, das haben wir auch. Wir haben sicherlich Mobiltelefone, schnelles Geld ist da, aber Autos wird man bei uns nicht bauen. Wir haben zwar nebenan Georgien, das wären auch noch 4 Millionen Menschen, aber die sind noch ärmer als wir. Der iranische Markt ist zu. Der ist auch durch starken Protektionismus gezeichnet. Er ist nur für Energie offen. Der türkische Markt ist zu. Das ist wirklich unser Alltagskampf. Der Anstieg des Wirtschaftswohlstands ist ein riesiges Problem. Und in der Krise war es natürlich noch schwieriger. Lange Gelder, ernsthafte Gelder, das ist das Problem der Welt insgesamt. Ja? Gut, wir haben jetzt die Wahlen durchgeführt. Wir sagen, jetzt hätten wir gern einen Kredit aufgenommen, eine 500 Milliarden. So ist es auch mit Russland. Ja? Wir sagen immer wieder, wir sind ständiges Mitglied des kollektiven Sicherheitsvertrages. Bitte gebt uns Geld, gebt uns einen Kredit.
Unsere Ressourcen sind fast aufgebraucht. Und das ist eine der wichtigsten Probleme und Schwierigkeiten. Es gibt trotzdem eine gewisse Dynamik. Ich sagte ja schon, dieser kleine Anstieg im letzten Jahr, Ihre Frage zur Immigration. In den 90er Jahren war das wirklich fast wie ein Force Majeure. Es waren teilweise Hunderttausende, die im Jahr gegangen sind. Dann ging es etwas zurück. In 2002 hatten wir die Umbruchsituation. Da hatten wir mehr Einwanderer als Auswanderer. Es waren lediglich 600 Mann in 2002, aber immerhin. In 2006, 2007 sind es fast 20.000 Einwanderer gewesen, die jetzt nach Armenien eingereist sind. Die Ausreisewelle hat also aufgehört. In 2008 ist es wieder etwas zurückgegangen. Das sind natürlich jetzt schon andere Statistiken. Das ist jetzt schon fast eine normale Situation. Es sind ca. 40.000, die ausgewandert waren in 2008. Im letzten Jahr fing es wieder an, etwas zurückzugehen. Ich kann Ihnen jetzt die genauen Zahlen hier nicht nennen. Aber das Auswandern wird sicherlich wieder zurückgehen. Es ist aber trotzdem eine ständige Komponente und ein Kennzeichen dafür, wie das Land lebt. Das ist eine Konstante. Die Bevölkerung ist noch nicht gewohnt, das zu akzeptieren. Die Bevölkerung möchte Änderung. Sie möchte schnelle Änderung. Und die Bevölkerung hat auch die Illusion, dass es die sogenannten gute Jungs und schlechte Jungs gibt. Und wenn man jetzt die guten Jungs an der Macht hat, dann wird alles besser. Letztendlich sind die Programme ja mindestens auf 10 Jahre angelegt. Nichts kann man mit revolutionären Schritten ändern, auch durch Investitionen nicht. Weder die Sicherheitsproblematik noch andere Probleme, das sind alles langfristig angelegte Problematiken. Aber die Menschen möchten das nicht akzeptieren und deswegen kommt es auch immer wieder zu Protesten. Und das Letzte, was du gefragt hast, wie die Menschen sich fühlen. Gaye hat es ja erzählt. Habe ich noch ein bisschen? Okay, ich rede sehr lange, Entschuldigung. Meine jüngste Tochter studiert im ersten Studienjahr am Soziologischen Institut und sie kommt oft zu mir und stellt mir ihre Fragen. Vor kurzem kam sie zu mir und sagte mir, es hat mich richtig erschüttert. Und sie sagt, weißt du, das ist richtig beleidigend, diese Soziologie. Ich sage, wieso? Naja, wir quälen uns. Wir zerbrechen uns den Kopf. Für uns sind es schwierige Entscheidungen. Dann wird diese Entscheidung getroffen. Die haben wir schwer geboren und so weiter und so fort. Und dann sagen die Soziologen plötzlich, dass 80% der Menschen in deiner Altersgruppe, in deiner soziologischen Lage, genauso entscheiden wie du. Und das stimmt. Die Städte, die haben ja fast gleich entschieden. Die Leute in Jerewan, in anderen, auch in Georgien, in Tbilisi, Batumi, Rustavi, wo man hinschaut, da hat man auch gegen Saakashvili gestimmt. Auch in Kiew war es so. Die Städte haben anders gestimmt. Die städtische Bevölkerung, die unterscheidet sich von der ländlichen Bevölkerung, die Kleindörfer, von den großen Städten. Da gibt es wirklich einen starken Verhaltensunterschied. Und das sieht man absolut deutlich. Die Menschen, von denen Gaye gesprochen hat, Gayane, die sozial Aktiven, das ist eine soziale Schicht. Der Mann, der im Park sein Zelt aufbaut, das ist der eine, aber jemand anders, der einen Kiosk hat, der wird nicht in den Park gehen. Dahin gehen nur die Menschen, die tatsächlich auch Zeit haben, einen Monat dort zu verbringen in der Protestbewegung. Das ist ein Standard. Und die sogenannten Linken, die wissen selber teilweise noch gar nicht, dass sie links sind. Da bin ich so schlau und kann sagen, es gibt ein paar, die jetzt anfangen, das bewusst zu betreiben, dass sie links sind. Ja? Bei denen ist es eher noch so, als ob sie ein Buch gelesen haben und anfangen, aktiv zu werden.
prinzipiell ist es für die Menschen wirklich sehr, sehr schwierig. Und manchmal ist es so stückchenweise erkämpft. Man erkämpft sich auch sein Stückchen Freiheit, hier ein Stückchen, da ein Stückchen oder sein Stückchen Wohlstand. Zur ersten Frage zu Rafi Hovhannisyan. Ich glaube, ja, ich glaube, er ist ja eine Art Manager, ein Mensch, der Institute aufbaut, und als solcher hat er sich in der Politik aber noch nicht gezeigt. Und ich glaube, das interessiert ihn auch gar nicht, sich so darzustellen. Aber ich glaube, dass wenn solche Situationen auftreten, wie nur, dass Menschen auf die Straße gehen, dann entstehen auch die Voraussetzungen für neue Anführer. Bis 2008 ist das nicht passiert. Da gab es Leventhal Petrosyan, er hatte seine Autorität. Dort gab es auch potenzielle neue Anführer, aber sie kamen eben nicht an die Macht. Und eigentlich war Leventhal Petrosyan damals die Figur, die wahrgenommen wurde als Autorität im Land. Er hat sozusagen den Weg verschlossen für andere. Ja, also natürlich gab es viele Menschen, die auch einfach nicht wollten, die hatten gesagt, naja, wir versuchen es mal mit Opa Petrosyan, und heute sieht es aber anders aus, und heute könnten sich die Proteste ausweiten, vor allem wenn die Regierung nicht adäquate Maßnahmen ergreifen wird. Bis jetzt hat die Polizei sich einigermaßen anständig verhalten. Im Vergleich zu 2008 ist es ja wirklich sehr ruhig geblieben. Aber wenn diese Dynamik sich ändert, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass auch neue Anführer auftreten, dass neue Strukturen sich entwickeln. Und im Prinzip kann dann auch sehr viel Interessantes passieren. Zur zweiten Frage habe ich das Gefühl, dass man kaum noch etwas dazufügen kann. Ich glaube, in Armenien kann man gut leben. Es ist sehr angenehm, also zumindest für mich. Ich kann natürlich nichts für die anderen sagen, aber naja, mal ehrlich. Natürlich haben wir ein sehr dynamisches Land, und vielleicht entwickelt sich auch manches langsam, aber es gibt Änderungen, und in manchen Bereichen gibt es sogar sehr schnelle Änderungen, zum Beispiel im Bereich Internet. Noch vor 5 Jahren hatte kaum jemand in Armenien eine Vorstellung, was das überhaupt ist, und jetzt ist das Internet ein Teil des Alltags in Armenien geworden. Es wirkt sich auf die Politik aus, auf das soziale Leben. Und ich hatte neulich einen Schlosser bei mir, einen Klempner, und wir haben uns über die Politik unterhalten und über die Oligarchie. Und er konnte sich dazu auch äußern. Vor 5 Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass sich tatsächlich Dinge ändern in Armenien. Natürlich versteht die Regierung nicht ganz, was passiert, aber es passiert einiges. Kann ich tatsächlich bestätigen, dass es in Armenien auch sehr spannend ist zu leben, solange man nicht um die sogenannten 20 Kilo Kartoffeln kämpfen muss. Alexander Iskandarian hat einen gewissen Teufelskreis auch beschrieben, dass eben diese Armut, soziale Armut eben, ziemlich determinierend sein kann für die demokratische Entwicklung oder das Niveau der Demokratie in einem konkreten Land. Wie sehen Sie das? Ich bin natürlich damit einverstanden, denn natürlich ist das ein großes Problem. Also ich stimme dem zu. Es ist ein großes Problem, das sehr viel bestimmt. Und aus dem Grund dieser Armut heraus kommt es natürlich immer wieder zu einer Emigration aus Armenien, mal mehr, mal weniger Menschen. Das wirkt sich auch auf die Finanzen einer jeden einzelnen Familie aus. Sehr viele Menschen erhalten ja Transferleistungen aus dem Ausland. Das ist eine sehr große Ressource, zumindest glauben das viele. Und viele glauben auch, dass das genutzt wird, um auf die Menschen einzuwirken. Seit 2001 bis 2011 hatten wir 230.000 Emigranten
aber die Zahl der Wähler ist um 130.000 gewachsen. Wie kann man denn das erklären? Demografisch kann man das nicht erklären. Vielleicht sind so viele Menschen auf einmal 18 geworden, ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass es hier sehr viele Manipulationen gibt und das zeigt natürlich, dass es noch eine andere Ressource gibt, die die Regierung sehr stark zu manipulieren versucht. Das zeigt sich nicht nur daran, dass man Menschen kaufen kann. Ja, man kann Menschen kaufen, man tut das, Menschen verkaufen sich, das passiert. Aber es gab ja, wie gesagt, auch Aktionen, wo die Menschen das Geld gesammelt haben für einen guten Zweck. Und einige Menschen haben sogar Geld in Umschlägen abgegeben in den Wahlkreisen, in den Wahlbüros und haben gesagt, geben Sie bitte diesen Umschlag an Serge Sargsyan, ich möchte meine Stimme nicht verkaufen. Das ist auch passiert und diese Ehrlichkeit spielt also auch in sehr armen Familien eine Rolle, eine sehr wichtige Rolle. Trotzdem weckten die sozialen Bedingungen in einem Land natürlich auch immer Proteststimmungen und das verfolgen viele Menschen im Land, vor allem die gebildeten Schichten. Wir sehen in Armenien, dass versucht wird, Reformen durchzuführen. Das sind kleine Reformen. Sie sind meistens nicht auf große Veränderungen ausgerichtet im Land. Aber die Meinung ist sehr verbreitet, dass jede Reform im Land dafür da ist, die Interessen der Oligarchen zu verteidigen und zu stärken. Und dass jede Reform auf Kosten der kleinen und mittleren Unternehmen ausgeführt werden muss. Schauen wir uns doch zum Beispiel die Landwirtschaft an. Natürlich müssen dort Reformen durchgeführt werden, aber viele Menschen leiden unter solchen Reformen. Ich glaube, dass in Armenien deswegen viele Menschen, dass keine wirklich großen Reformen durchgeführt werden oder durchgeführt werden können, denn große Reformen brauchen große Unterstützung aus dem Volk. Und da unsere Regierung relativ schwach ist, können auch solche Reformen schlicht durchgeführt werden. Deswegen ist auch jeder Versuch, etwas zu reformieren, zum Scheitern verurteilt. Man kann doch nicht das Geld bei Taxifahrern sammeln. Während des Wahlkampfs hat man versucht, eine Steuerreform bei Zahnärzten durchzuführen. Das war natürlich die schlechteste Zeit, um so etwas zu tun. Und die Regierung war vollkommen überzeugt davon, dass das jetzt notwendig ist und dass es vollkommen egal ist, wie die Wählerschaft darauf reagiert. Die Wählerschaft hat ja sowieso keine Alternative. Und alle diese Menschen sammeln sich nun in den Protestbewegungen. Das sind vielleicht nicht unbedingt große Gruppen der Zivilgesellschaft. Ich gehe oft zu solchen Treffen und die letzten Treffen, die Rafi Hovhannisyan durchgeführt hat, auf solchen Treffen, sind natürlich auch Menschen gewesen, die später für ihn gestimmt haben. Das sind Menschen gewesen, die bisher kaum gewählt haben und wenn, dann für die Oppositionsparteien. Dort waren Physiker, dort waren Zahnärzte, dort waren Makler, dort waren Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Das ist die Protestwählerschaft und diese Menschen füllen die Reihen derjenigen auf, die natürlich irgendwie leiden unter der Situation und adäquat darauf reagieren wollen. Er hebt wieder die Hand. Bitte schön. Ich habe noch mal eine Frage. Und es bewegt sich doch, Armenien. Sie haben ja darauf hingewiesen, wiederholt, dass das Wahlergebnis, ich versuche es einmal etwas verkürzt zu paraphrasieren, sicherlich interessante Schlussfolgerungen erlaubt. Denn, wie gesagt, 37% ist ja eine relativ hohe Zahl. Aber was für mich interessant wäre, ist, ich meine, das Parlament bleibt erst einmal so, wie es zusammengesetzt ist, auch für die Zukunft.
Armenien wird, das ist jedenfalls die Vorhersage, ein Abkommen zumindest paraffieren, wenn nicht unterzeichnen, bis Vilnius. Das ist das Abkommen zwischen der EU und Armenien, Assoziationsabkommen. Und die große Frage, die sich vielen stellt, ist, was passiert dann? Denn es müssen ja Reformprozesse vorangetrieben werden. Und es kann ja nicht nur unterzeichnet werden, sondern es muss ja dann anschließend umgesetzt werden. Und wie beurteilen Sie die Chancen, dass es umgesetzt wird? Denn im Parlament sitzen ja diejenigen, die mit den Folgen sich dann auseinandersetzen müssen. Ein Beispiel: Überwindung der Monopole, Importmonopole. Wie kann so etwas behoben werden? Das muss gesetzlich sozusagen umgesetzt werden. Und die EU wird nicht zustimmen, wenn das nicht geschieht. Das ist die große Frage. Und dann, wie wird sich Armenien weiter politisch dann unter diesem Druck bewegen? Ich würde erstmal Sie bitten, die Frage zu beantworten. Vielen Dank nochmal für diese Frage. Das ist natürlich wieder eine sehr wichtige Frage. Die Situation, die wir im Moment haben, ja, das ist jetzt sehr schwierig zu beantworten, denn es gibt ja das Wort Oligarchen. Das Wort wird überall in der postsowjetischen Presse verwendet, und zwar für sehr unterschiedliche Typen von Strukturen und Menschen in unterschiedlichen Ländern. Gott sei Dank, dank dem Allmächtigen, gibt es in Armenien kein Öl. Das führt dazu, dass wir andere Strukturen haben und dass auch unsere großen Wirtschaftsbosse natürlich andere Strukturen sich aufbauen müssen. Wir haben nur einen sehr kleinen Kuchen und wir haben sehr viele, die einen Teil davon haben wollen. Und der Ort, wo dieser Kuchen aufgeteilt wird, ist die Politik. Um in den großen Unternehmen einen Anteil davon zu bekommen, muss man in die Politik gehen. Und deswegen sitzen sie alle im Parlament. Sie sind doch nicht dort, um dort Gesetze zu machen. Das ist der Prozess. Und das ist ein sehr dynamischer und sehr interessanter Prozess. Und viele Menschen versuchen natürlich, ein Stückchen Eigentum zu ergattern. Und sie verstehen, dass sie dafür eine Art öffentliche Ressource brauchen. Und natürlich versuchen sie gleichzeitig Fernsehsender und Zeitungen zu kaufen, um das zu erreichen und um sich dann ein Stückchen von diesem Kuchen zu ergattern. Trotzdem habe ich Hoffnung, denn in Russland sieht es ja schließlich ganz anders aus. In Russland ist die Situation ganz anders. Heute Berezovsky, morgen Grusinski, dann Khodorkovsky. Irgendwann erreicht jeden das Glas und irgendwann erwischt es jeden. Wir haben ein ganz anderes System. Wir haben ganz andere Strukturen. In unserem Land werden Einkommen anders generiert. Und warum erkläre ich das schon wieder so lange? Nicht einfach, weil ich so gerne rede, sondern auch deswegen, weil wenn irgendjemand denkt, dass das dem Präsidenten gefällt, dann irrt er sich. Denn diese Gruppe von Politikern diktiert ja nicht nur die Regeln für die Wirtschaft, sondern auch für die Politik und für das Personal in der Politik. Und diese Menschen sind verantwortlich für das, was in unserem Land in der Zukunft geschehen wird. Das gefällt natürlich der Regierung nicht. Die Menschen haben ja schließlich auch Wünsche, die Menschen haben Ziele und diese Ziele zu erreichen ist unheimlich schwer. Das System von innen heraus zu ändern und diese Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik aufzulösen, das ist schwer, aber es passiert, es fängt langsam an, das können wir beobachten und deswegen habe ich eine gewisse Hoffnung. Die Republikanische Partei ist eigentlich nicht eine Partei, sondern es sind mindestens zwei. Dort haben sich die ganzen Oligarchen versammelt. Dort haben sich die Menschen versammelt, die Aktiengesellschaften gegründet haben, die das Eigentum unter sich sammeln möchten.
Und diese Menschen versuchen natürlich jetzt die Politik zu verändern. Das wird sicherlich die nächsten 15, 20 Jahre so weitergehen. Ich bin nicht sicher, ob das positive Ergebnisse haben wird oder eher nicht. Aber mit jedem Gramm, mit jedem Zentimeter Legitimität wird jeder Präsident, egal wer, Sargsyan oder wer auch immer, versuchen, die Oligarchen zu entfernen. Er wird versuchen, seine Macht zu sichern. Das ist ganz verständlich, das ist nachvollziehbar und deswegen wird das auch auf die Situation sich auswirken. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich würde aber gerne nochmal die Möglichkeit nutzen, eine sehr konkrete Frage an Sie, Herr Iskandarian, zu stellen. Sie leiten eben ein Institut, wo junge Journalisten ausgebildet werden. Gayane hat die Rolle der Medien angesprochen. Michael hat auch von dem Klempner, der die Politik über YouTube verfolgen kann, sprechen und gesprochen und auch über diese Ressourcen, die eventuell für die armenische Politik, für die politische Kultur Armeniens geben sollte. Wie beschreiben Sie ein gewisses Optimismus hinsichtlich der neuen Medien in Armenien? Das ist nicht neu, dieser Optimismus gibt es nicht nur in Armenien, sondern teilweise auch im Südkaukasus. Es gab dieses Optimismus auch teilweise nach den arabischen Frühlingen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, wie sehen Sie die Rolle der Medien, der klassischen und der neuen Medien in Armenien für die Entwicklung der politischen Kultur? Also, Gott ist mein Zeuge, ich hatte keine irgendwie zu positiven Erwartungen wegen des arabischen Frühlings. Wissen Sie, die neuen und die alten Medien. Wir haben viele Printmedien, aber auch da haben wir eine große Streuung. Wir haben ganz unterschiedliche Zeitungen, Armianski Mir zum Beispiel oder andere. Ich denke, das ist auch in Deutschland so. Ich lese zwar keine deutschen Zeitungen, aber ich denke, dass bei uns mehr Extreme in den Printmedien vorhanden sind als zum Beispiel in den USA. Wir haben eine riesige Pluralität, keine Freiheit. Wir haben keine neutrale Presse. Das Problem der Presse, das wichtigste Problem, ist in meinen Augen nicht das Problem, dass sie unterdrückt wird, sondern dass es keine Presse ist. Ich lese jeden Tag ungefähr 60 unterschiedliche Medien, unterschiedliche Printmedien. Ist mein Beruf, mache ich beruflich. Ungefähr 15 sind verschiedene Zeitungen. Und wenn ich diese 15, 16 Zeitungen oder Webseiten gelesen habe, habe ich ein absolut rundes Bild, was in meinem Land am vorherigen Tag passiert ist. Aber ein normaler Mensch, der ist ja nicht so verrückt wie ich, der wird ja keine 15 Zeitungen am Tag lesen. Er hat ja auch nicht die 5 Stunden Zeit dafür wie ich. Und letztendlich bezahlt mein Büro diese Zeitung. Wer hat schon das Geld, um sich die ganzen Zeitungen allein privat zu kaufen? Kaum jemand. Jede Zeitung ist die Zeitung irgendeiner Partei, offiziell oder inoffiziell. Das sind in der Regel doch durch Parteistrukturen oder durch Parteien gesponserte Blätter. Und entsprechend ist die Realität auch sehr zersplittert, die gezeigt wird. Und der Leser von Armenski Mir oder der Leser von Utra, ich glaube, die kann ich schon nach der Kopfform unterscheiden. Das sind Menschen, die in unterschiedlichen Welten leben. Hier ist nicht das Problem der Freiheit, sondern hier ist das Problem der Entwicklung der Presse als Institution, wo die Journalisten einen Raum haben, wo letztendlich doch
der Mensch sich eine Zeitung kauft, um etwas zu lesen, was er lesen will. Das sind die alten Medien. Jetzt die neuen. Die sind wie Pilze. Die schießen wirklich wie Pilze aus dem Boden. Wir haben über 60 Fernsehsender im Land bei 3 Millionen Einwohnern, sagte ich ja schon. Und im Internet kommen auch immer wieder neue Dinge. Leute, die schreiben, Leute, die zeigen, die filmen. Die Typologie ist ganz genau die gleiche. Das ist wie eine Art Advocacy, das ist kein Business. Ja, ich spreche jetzt über die politische Presse. Wir haben sonst natürlich für Frauen gewisse Erzeugnisse, städtische Frauenbevölkerung. Ich spreche auch viel über die Yellow Press, das, was über Schauspieler und so weiter, die ganzen Gerüchte. Das haben wir natürlich auch. Ich meine jetzt die Presse, die gewisse politische Interessen bedient. Das können sehr gute, sehr geniale, sehr erschütternde, wir können eine sehr gute Zivilgesellschaft haben, aber das ist keine Presse. Es kann ein Parlamentarier sein, es kann ein Geschäftsmann sein, es kann eine Partei sein, es kann ein Bandit sein. Ja? Die Aufgabe besteht, den Markt für eine Presse aufzubauen. Welche Probleme, fragen Sie? Ich rede immer ein und dasselbe. In einem Land mit 3 Millionen Menschen sind wir nicht reich. Und die Presse zu einem Geschäft, zu einem Business zu machen, ist extrem schwer. Sie wird ihre Selbstkosten nicht erwirtschaften. Und das ist das Problem sowie der alten wie auch der neuen Presse. Ja, was bei alten und neuen Medien ist. Wir haben zum Beispiel einen Fernsehsender A1 Plus, der wurde in 2002 geschlossen. Dann sollte man ihn wieder aufmachen. Jetzt ist da sowas Ähnliches passiert. Aber was jetzt passiert, ist eigentlich schon gar nicht mehr interessant. Das ist eigentlich schon egal, weil man jetzt im Internet Fernsehen schauen kann. Und sie haben mehr Klicks als die Politsendung im Fernsehen. Das ist eine tatsächliche Änderung. Und dieser Prozess der Pluralität der unterschiedlichen Medien, der hat teilweise wirklich ein absurdes Stadium erreicht. Der andere Prozess, dass man einen gemeinsamen Informationsraum schafft, bis dahin ist es noch sehr weit. Eine letzte Frage an euch. Heute wurde das Thema angesprochen, dass die politischen Akteure im Prinzip deideologisiert sind. Andersrum hat Gayane auch die Lage der zivilgesellschaftlichen Aktivisten so beschrieben, dass die meisten dieser Gruppen versuchen, sich auch von der Politik abzugrenzen. Wo sehen Sie die Ressourcen dafür, dass verschiedene Interessengruppen und die politischen Parteien, die eigentlich die Institutionen für die Politik sein könnten, wenn wir von westlichen Art der Demokratie sprechen? Wo könnten diese Ressourcen zusammenkommen und wo liegen diese Ressourcen in der Gesellschaft? Das ist eine Frage, die man sehr lange und sehr kompliziert beantworten kann oder auch sehr kurz. Die Zivilgesellschaft, das sind ja im Prinzip Menschen, die in Nichtregierungsorganisationen arbeiten. Und das ist eine Gruppe, die nicht so sehr von der Regierung abhängig ist. Menschen, die in staatlichen Strukturen tätig sind, die sind direkt von der Regierung abhängig, von den Behörden. Und Menschen, die in der Geschäftswelt tätig sind, sind sicherlich auch abhängig. Warum? Ja, weil die meisten Chefs oder Direktoren dieser Businessprojekte ja doch an der Spitze von Parteien stehen oder in den Machtstrukturen sind. Wenn jemand unabhängig ist, und es ein KMU ist, kleiner mittelständischer Unternehmen, dann gibt es immer noch die Steuerinspektion, die ihn plötzlich
an der Tür stehen kann. Jedenfalls sind es überwiegend die Nichtregierungsorganisationen, die oft auch mit ausländischen Stipendien arbeiten oder mit Hilfe ausländischer Stipendien, wie zum Beispiel auch der Heinrich-Boll-Stiftung. Und das ist eine kleine Gruppe von Menschen in Armenien, die von der Regierung absolut unabhängig sind, die sich auch erlauben können, Meetings durchzuführen, alles zu sagen, was sie sagen möchten. Und die brauchen eben keine Angst haben, dass sie morgen entlassen werden oder dass sie finanzielle Strafen oder Einbußen zu befürchten haben. Es ist eine kleine Gruppe. Die Regierung gefällt diese Gruppe nicht. Sie ist zwar klein, diese Gruppe, aber doch sehr unbequem. Und deswegen gab es vor den Wahlen eine Tendenz, dass man versucht hat, hier gewisse Auflagen für Nichtregierungsorganisationen einzuführen. In Aserbaidschan ist es schon länger passiert. In Russland kann man es periodisch immer wieder beobachten, dass solche Einschränkungen und Auflagen unternommen werden. Und auch in Armenien hat man etwas Ähnliches beobachten können. Es gab jetzt ein Projekt, ich will nicht so sehr in die Details gehen. Jedenfalls gab es diese Tendenz. Jetzt nach den Wahlen, denke ich, hat die Regierung einfach zu viel zu tun, sodass diese kleine, aber aktive Gruppe doch bestehen bleiben kann. Aber sie sind zu klein, um im Land insgesamt etwas zu ändern. Insgesamt, denke ich, wird die Situation dann im Land anders, wenn erstens die Wahlen tatsächlich als ein Mechanismus greifen, um Regierung aufzustellen und zu formieren. Das ist bislang noch nicht so. Die Wahlen festigen lediglich die Situation im Land. Damit das alles passieren kann und damit das passieren kann, was Herr Iskandarian immer sagt, braucht es eine Splittung in der Elite. Es braucht einen gewissen Wettbewerb, eine gewisse Konkurrenz. Das gibt es auch schon. Das bewegt sich immer mehr in Richtung Politik. Und es ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass sich das alles sehr bald auch in politischen Bewegungen manifestiert wird. In 2008 gab es ja schon mal so etwas Ähnliches. Es gab eine gewisse Opposition danach, die leider Gottes immer schwächer wurde und letztendlich dann nur noch 7% gesammelt hat. Vielleicht wird es diesmal anders sein. Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich möchte vielleicht eine kurze Präzisierung bringen. Die Nicht-Zivilgesellschaft, das ist vielleicht zu viel gesagt, sondern engagierte Bürger. Engagierte Bürger wissen natürlich und sprechen auch direkt davon, was sie tun. Und sie haben auch einen Einfluss auf die Politiker. Sie gründen keine Parteien, sie sind noch nicht als Partei institutionalisiert, aber das ist trotzdem im Geiste dieses Engagements. Sie sind gegen teilweise auch Institute von Parteien, sie sind gegen solche großen politischen Bewegungen oder sie stehen auch entgegen. Dann gibt es ja auch schon, sprach ich an, das radikale linke Flügel, die das auch schon bewusst tun, die aber auch noch unter sich sehr oft zerstritten sind und die oft streiten, wie und ob man überhaupt sich institutionalisieren sollte. Und das sind gar nicht mal die NGOs selbst, sondern das sind Vertreter der NGOs. Das sind eher wirklich einzelne Bürger, einzelne Aktivisten. Zudem haben sie auch bewusst tatsächlich, arbeiten sie bewusst daran, Einstellungen zu prägen. Sie wenden sich an die Bürger der Republik Armeniens. Sie versuchen, Armenier als Begriff, als ethnische Einheit zum Beispiel zu vermeiden, sondern wenden sich an die Bürger Armeniens. Sie sind da sehr politkorrekt. Sie versuchen, bewussten Einfluss auf die Politik zu nehmen. Eine andere Frage ist es, dass es auch einen gemäßigten Flügel gibt. Der gemäßigte Flügel ist der Meinung, dass man die Situation ändern kann, wenn man die bestehenden Institutionen auflöst. Sie wirken also zielgerichtet, folgerichtig, indem sie sich an verschiedene Instanzen wenden, unter anderem auch an Gerichte, versuchen sie verschiedene Verfahren zu gewinnen. Das ist eine Art Protestbewege.
als ein gewisses zusätzliches Pressing auf die bestehenden Institutionen, um sie zu zwingen, sich zu bewegen und zu agieren. Das wird ganz unterschiedlich gemacht von Fall zu Fall. Aber es gibt niemand, der das jetzt sofort in eine neue, fertige Organisation konsolidieren könnte. Jedenfalls sehe ich keine solchen Kräfte. Wir sprachen ja von der Opposition von Linon Terpetrosyan, der auch versucht, hier irgendwas zu tun, aber das wird auch nicht so schnell Ergebnisse bringen. Also ich persönlich wüsste nicht, wie sich das jetzt in nächster Zukunft bewusst in einen institutionellen Kampf entwickeln könnte. Danke, Alexander. Ich würde gerne das Gespräch weiterführen, weil es, je mehr man an der Oberfläche kratzt, findet man immer weitere spannende Themen. Aber alles hat sein Ende. Ich möchte mich bei euch allen auch ganz herzlich bedanken. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke.